Einen schönen guten Nachmittag. Ich habe hier eine Wasserfontäne für unsere Kätzchen, für die Katzenjungs bei meiner großen Tochter. Die haben einen schönen Trinkbrunnen jetzt, den wir ihnen hinstellen können. Ich packe den mal ganz kurz aus, um ihn zu erklären. Das ist der Wasserbehälter. Noch Kleberreste drin. Ja gut, das wird nachher alles entfernt, wenn es zusammengebaut wird, wenn es in Betrieb genommen wird. Dann werde ich auch nochmal Fotos nachreichen. Ich zeige euch jetzt nur die Teile, die dabei sind und sage ein paar Worte dazu, weil das macht jetzt keinen Sinn, das nass zu machen und auszuprobieren. Wenn die Katzen dann nachher dran rumschlecken, ist das viel hübscher. Das ist jedenfalls der Behälter. Er ist die Minimum- und Maximum-Füllmenge angezeigt, die man einbringen kann. Dann ist in diesem Beutelchen hier noch allerhand Zubehör, das man ja auch benötigt, das ist ganz klar. Das brauchen wir zum Schluss. Hier ist der Motor, mit dem das Ganze betrieben wird. Der wird dann hier angebracht. Moment, so rum. Und dann muss man den Kabel hier durchfädeln. Hier wird der durchgefädelt, hinten aus rausgeleitet. Ein USB-Kabel übrigens und dann ab in die Steckdose. Ja, das ist der Motor für das Wasser. Man hat sogar noch einen Adapter im Lieferumfang enthalten. Wer jetzt nämlich keine Steckdose mit USB-Steckplatz besitzt, ist ja in vielen Haushalten noch nicht so. Das gibt es ja noch nicht allzu lange. Und dann hat man eben die Möglichkeit, mittels Adapter das trotzdem in Betrieb zu nehmen. Hier ist ein kleiner Filter, der vorzugsweise vor dem Einsetzen erst kurz ausgewaschen werden soll. Der sollte nicht direkt eingebracht werden, der wird hier bloß an der Seite eingesetzt. Moment, das ist das Teil hier. Ja, das kommt dann erst drauf. Muss erst mal gucken, ist das jetzt richtig rum? Ja, natürlich, klar, der Motor ist hier. Der kommt da unter praktisch. Der kommt da unter, leitet das Wasser hoch. Die beiden Teile müssen verbunden sein. Ja, muss man ein bisschen ausjonglieren, an welcher Stelle es dann am besten steht. Ich denke mal, wenn ich drauf gucken würde, würde ich das auch besser sehen. So, und dann pumpt der das Wasser hier praktisch hoch. Zusätzlich kommt noch also hier erstmal dann der Filter rein. So, ja, ich komme schon völlig durcheinander. Hier kommt dann der Filter eingesetzt und da kommt dieser Deckel noch drauf. Hier in dieser Schale sammelt sich dann das Wasser und mit solchen hübschen Tüllen, die fast aussehen wie kleine Vögelchen, die werden dann draufgesteckt, läuft das dann hier rein. Und dann können die Kätzchen trinken. Was überläuft, läuft wieder in diese Schale rein und zurück ins Becken, wird gefiltert durch diesen Filter und läuft zurück ins Becken, so dass es dann wieder hochgepumpt wird. Es ist ein ewiger Kreislauf, bis das Wasser verdunstet ist, weggeschleckert ist oder gewechselt wird, wie man das auch immer hält, und sieht eigentlich richtig süß aus. Durch die Farbe ist es auch ein bisschen gedeckt. Ich meine, man sieht trotz allem Schlieren, aber wenn man das täglich reinigt, ist das natürlich kein Problem, dann sieht das auch immer ordentlich aus. Ich empfehle das sehr gerne weiter. Ich finde das total süß. Das ist eine richtig hübsche Sache. Und ich denke mal, die Katzen werden auch ihre Freude daran haben. Das war es eigentlich auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Bleibt schön gesund und alles Gute. Tschüss.